Stimmt es, dass bei euch ein Mädchen lebt, das sich auf die Geburt versteht? Sie heilt auch Furunkel und Geschwüre und Leibkrämpfe. Ich bin die Schwester der Burggräfin. Sie liegt in den Wehen schon seit 2 Tagen. Nur Marthe wusste von der großen Gefahr, die ihre besondere Gabe mit sich brachte. Alle Diebe! Soll ich mir die Hand abpacken, wie man es mit Dieben macht? Hildebrand! Das hier ist nicht unser Land. Und darum ist es auch nicht an uns, darüber zu entscheiden, wie sie bestraft wird. Wie ist dein Name? Marthe. Wir kommen aus dem Fränkischen und ziehen in die Mark Meißen. Markgraf Otto möchte dort Siedlungen errichten und braucht tüchtige Menschen, die ihm dienen. Heinrich der Löwe hat Bremen angegriffen, ne? Otto, es liegt an dir. Wir brauchen ein Zeichen von dir. Das darf nicht überstürzt werden. Langsam, langsam. Er wird sich dem Bündnis schon anschließen. Er glaubt nur gewinnen zu können, wenn Ritter Christian an seiner Seite ist. Hier soll unsere neue Heimat sein. Hiermit nehme ich dich zum Lehnsmann und schwöre dir, dich und die Deinen vor Unheil zu schützen. Er wird sterben. Woher willst du das wissen? Ich kann es sehen. Und da ist nichts, was du für ihn tun kannst. Markgraf Otto fordert eure Lehnstreue. Er will, dass ihr nach Meißen kommt. Es ist falsch, was ihr tut. Erst bringt ihr uns hierher, dann zieht ihr in den Krieg, obwohl auf jedem zweiten Acker die Saat fehlt. Marthe, ich komm zurück. Christian! Weit bist du gekommen! Mein ärgster Feind Randolf musste zurückbleiben, während ich als Heerführer in den Krieg zog. Kannst du es wagen, meiner Burg die Waffe zu ziehen? Er hat es nicht verdient! Ich bin euer stärkster Vasall! Seine Wut ließ er an Marthe aus. Tu mir doch den Gefallen und erzähl deinem Edelmann von unserem kleinen Stelldichein. Du solltest heiraten, Marthe. Du brauchst jemanden, der dich beschützt. Marthe hatte keine Wahl. Sie musste Wiebrecht heiraten, weil ich im Krieg war und weder sie noch meine Siedler schützen konnte. Deshalb frage ich dich, Marthe, willst du diesen Mann, den Gott dir anvertraut, lieben und ehren, zu antworten mit Ja, ich will. Ja, ich will. Christian, pass auf! Komm her. Komm jetzt, du bist meine Frau. Zieh dich aus. Du sollst dich ausziehen. Sag dir einmal das Vaterunser auf. Ich will sehen, ob du das kannst. Gott, Vaterunser, der du bist im Himmelreich. Geheiligt werde dein Name zu uns kommen. Ihr seid verletzt. Kann ich mir die Wunde ansehen? Ich reite zum nächsten Dorf. Pater Roland holen. Ich hol meine Sachen. Wie ist das passiert? Wer hat euch versorgt? Ein Fetscher. Marthe, wer hat dich geschlagen? Ich bitte um euren Segen, Herr.
Er hat sich vermählt. Meinen Segen hast du. Wer ist denn die Glückliche? Herr, ich glaube, es ist das Beste. Ruht erst einmal aus. Die Reise war anstrengend. Ja. Was hatte ich erwartet? Die Ordnung der Welt ließ keine Verbindung zwischen uns zu. In der Schlacht hatte mich allein der Gedanke an Martha am Leben gehalten. Doch nun waren wir weiter voneinander entfernt als je zuvor. Liebrecht. Ja? Ich glaube ja nicht, ich hätte nicht die Spuren in ihrem Gesicht gesehen. Du wirst sie anständig behandeln. Herr, die Markgräfin ist da. Herrin? Wieso seid ihr nicht bei Hof und feiert den Sieg wie alle anderen? Es braucht doch jemanden, der die Toten beerdigt. Schrecklich. Ein so junger Bursche. Aber ich sage euch, eines Tages wird Heinrich für das Leid bezahlen, das er über dieses Land gebracht hat. Vielleicht werden wir am Ende alle dafür bezahlen. Ich weiß, ihr gebt mir die Schuld daran, dass ihr und eure Männer in den Krieg ziehen musstet. Aber eines Tages werdet ihr mich verstehen. Erst wenn Heinrich am Boden ist, werden wir Frieden finden. Heinrich ist noch lange nicht besiegt. Das Bündnis hat eine Schlacht gewonnen und nicht den ganzen Krieg. Ich weiß. Was führt euch zu mir? Mein Sohn. Dietrich ist krank. Sie hat gesagt, dass er sterben wird. Wer? Martha? Woher soll sie das wissen? Ihr müsst sie nicht schützen, nicht vor mir. Ich weiß um ihre Gabe. Ich weiß, dass sie Dinge sieht, die andere nicht sehen können. Sie könnte Dietrich helfen. Nur irgendetwas hindert sie daran. Sie fürchtet sich vor ihren Fähigkeiten. Gebt mir das Mädchen. Ich will sie in ein Kloster bringen, wo jemand ist, der ihr helfen kann, ihre Gabe zu gebrauchen. Glaubt ihr, dass Martha das auch will? Das kann doch sie nicht wissen, was gut ist für sie. Verzeiht mir meine offenen Worte, Herrin. Ihr steht euch jederzeit zu uns ins Dorf zu kommen. Und Martha wird euch und eurem Sohn helfen, so gut sie kann. Aber ich werde sie zu nichts zwingen. Ihr wisst, dass ihr Otto die Treue geschworen habt. Wenn er es verlangt, müsst ihr das tun. Aber es seid ihr, die das wollt. Und nicht er. Reicht es nicht, dass wir für euch in den Krieg ziehen? Marthas Platz ist hier bei uns im Dorf. Ich weiß, dass ihr das respektieren werdet. Es war unser erster Frühling. Wir hatten den Winter überlebt und alle waren voller Zuversicht. Aber etwas war an mir und ließ mich nicht los. Martha. Ich wollte ihr nah sein und konnte es nicht. Salz! Frische Salz! Kostbar. Gerste. Für Gerste haben wir eine halbe Schale für dich. Der Nächste, wer hat noch was? Die schönste Schafwelle weit und breit. Ihr braucht es warm unter dem Arsch. Also ich freue mich auch. Danke. Was hast du denn jetzt? Das ist zu wenig. Genug. Gemüse. Und Mehl. Und Mehl. Einen wunderschönen Stein.
Alles Gute euch und euren Dorf. Euch auch. Gut. Danke. Oh. Christian! Ach Gott, sieh dir das an. Ui, ui, ui. Lasst das Salz doch hier, dann seid ihr leichter. Kommt, helft. Gleichzeitig. Alle. Und nochmal. Eins, zwei, drei! Komm her. Alter. Seid ihr verletzt? Ja, in dem Stein da. Das habe ich schon mal gesehen. In Goslar. Das ist kein normaler Stein. Sondern? Das ist Bleierz. Was? Was ist Bleierz? Silber. Silber? Ach was. Silber. Das haben wir manchmal schon transportiert. Aber so viel haben wir noch nie auf einem Fleck gesehen. Silber? Wahnsinn. Sorry. Wartet ab. Am Ende steht euer ganzes Dorf auf Silber. Auf Silber. Auf Silber. So reichhaltiges Silbererz? Haben Sie selbst in den Gruben von Gossau noch nicht gesehen. Ah, bei Gott! Die Sterne stehen wahrlich gut. Bergleute holen. Viele. Na, ihr wisst, dass das schwierig ist. Der Winter wird kommen und all diese Leute müssen versorgt werden. Ich denke, wir sollten bis zum Frühjahr warten. Ja, komm, schick ich dir Hirse, Gerste und alles, was ihr so braucht. Silber wird uns reich machen. Aber wir sollten uns dann auch Zeit lassen. Die haben wir aber nicht. Das Bergrecht liegt beim Kaiser. Ihm gehört alles, was tiefer in der Erde steckt, als ein Pflug gräbt. Ne? Jetzt, nach unserem Sieg über seinen Vetter, wird er uns kaum die Erlaubnis erteilen, das Silber abzubauen. Hä? Also müssen wir möglichst viel aus der Erde herausholen, bevor der Kaiser es erfährt. Herr, die Leute in meinem Dorf sind weit gereist. Die meisten haben ihre Heimat verlassen, weil sie schlecht behandelt wurden. Ich möchte nicht, dass sie weiterhin der Willkür ausgesetzt sind. Diese Leute, wie du sie nennst, die sind mir von Gott anvertraut. Du traust mir Willkür mit ihnen zu. Mein Fürst, wenn ich dazu etwas sagen darf. Wenn ihr Christian und seine Mannen schonen wollt, warum verkündet ihr nicht das freie Bergrecht? Damit könntet ihr die Sache sehr beschleunigen. Es werden genug Leute kommen, um das Erz zu gewinnen. Für wahr? Randolph hat recht. Schneller werden wir das selber nicht aus dem Boden holen können. Ja, dann wird Gesindel mein Dorf überrennen. Die Leute werden nicht wissen, was sie im Winter essen sollen. Sie werden es sich mit Gewalt nehmen. Was fällt dir denn ein, hä? Willst du mich hier vor allen als Narr hinstellen? Wer sowas nicht bedenkt. Ich bedenke alles. Ja, spielt weiter!
Die Markgräfin möchte euch sprechen. Sie werden euch überrennen. Diebe, Hoffnungslose. Euch und euer ganzes Dorf. Ihr werdet von all dem nur das Unglück behalten. Das Silber wird sich Otto nehmen. Ihr werdet jemanden brauchen hier in Meißen. Jemand, der sich für euch einsetzt. Sonst wird Randolph das alles an sich reißen. Und das seid ihr. Mit Verlaub, aber wie wollt ihr Otto davon abhalten, das allgemeine Bergrecht auszurufen? Das muss nicht eure Sorge sein. Und was ist der Preis? Ihr kennt ihn. Marthe. Ich will ihr helfen. Damit sie euch hilft. So ist das, wenn man Herr ist. Das ist keine Hilfe, Margrethe. Man muss auch schwierige Entscheidungen treffen können. Es liegt an euch, ob ihr euer Dorf schützen wollt oder nicht. Ich hatte keine andere Wahl. Den einzigen Menschen, dem ich näher sein wollte als alles andere, musste ich fortschicken. Vielleicht für immer. Ich möchte, dass du ins Kloster gehst. Die Frauen dort sind heilkundig. Sie werden dich lehren und aufnehmen. Ich brauche nichts zu lernen. Ich werde hier gebraucht. Warte, das ist keine Bitte. Es ist ein Geschenk der Markgräfin. Ich danke der Markgräfin für ihre Großzügigkeit. Sie meint es sicher gut mit mir. Aber sie kann nicht über mich bestimmen. Aber ich. Und ich möchte, dass du deine Sachen packst. Lukas wird dich hinbringen, morgen früh. Und wer soll sich jetzt hier um alles kümmern? Kümmere dich um deinen Vater und pass auf Johanna und Marie auf. Ich komme wieder. Was wollt ihr? Brauche ich einen Grund, um die Gesellschaft meines Gemahls zu suchen? Und diese Tageszeit? Silber wird euch reich machen. Uns alle. Und keiner wird hier mehr aus Zinntellern fressen müssen. Ne? Das ist es nicht, was mir Sorge macht. Sondern? Je mehr Leute ihr hierher kommen lasst, desto eher wird der Kaiser davon erfahren. Wäre es nicht viel besser, im Stillen zu schürfen? Und die Zeit für sich arbeiten zu lassen? Was denkt ihr? Ihr meint also, ich soll es Christian versuchen lassen. Warum vertraut ihr ihm so sehr, hä? Nun, er ist der Einzige in eurer Gefolgschaft, dem man so eine Aufgabe überhaupt anvertrauen kann. Mir geht es einzig und allein um das Silber. Verkauf mich nicht für dumm, hä? Ich weiß genau, dass das nicht alles ist. Glaubt ihr nicht, dass ich mir unsere Ehschaft nicht anders vorgestellt habe? Geht sofort runter von mir.
Runter! Ihr interessiert euch ja für nichts, außer die Jagd und eure Huren. Ihr seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Ich verstehe das. Aber ich bin es nicht. Ich bin so viel jünger als ihr. Und wenn ihr längst tot seid, werde ich noch erleben, wie einer meiner Söhne weit mehr sein wird als nur der Markgraf von Meißen. Also, lasst mich tun, was ich für richtig halte, so wie ihr auch tun und lassen könnt, was ihr für richtig haltet. Im Ende wird es das Beste für uns alle sein. Erlaubnis erteilt, das selber zu gewinnen. Wunderbar! Er wird uns Material senden, das wir brauchen, um Hütten und Schürfen zu errichten. Ich werde nach Goslar reiten und Bergleute besorgen. Ja, wir brauchen Bergleute! Wir sind Bauern, wir können das nicht! Ja, unbedingt. Das Leben im Dorf wird sich verändern, aber ich möchte, dass ihr alle weiterhin eure Arbeit tut. Was könnt ihr verlassen? Dann wird das Dorf wohlhabend sein. Es ist mir eine Freude, euch mitteilen zu dürfen, dass wir ein Bauernmädchen in unsere Gemeinschaft aufnehmen werden. Ein Bauernmädchen? Sie hat keine Mitgift. Sie wird bei Josef im Stall bleiben und ihm zur Hand gehen, solange sie hier ist. Das ist Marthe. Ausmisten. Ihr sprach davon, dass sie sich fürchtet? Sie weiß es von sich. Sie will es verbergen, vor anderen und vor allem vor sich selbst. Wir müssen den Herrn um Geduld bitten. Es liegt an ihr. Sie muss es wollen. Verzeiht mir mein Drängen, Schwester Agnes. Ich vertraue euch, das wisst ihr. Aber mein Sohn ist schwer krank. Mir fehlt die Zeit. Ich weiß. Aber nur sie kann über ihre Gabe bestimmen. Thank you.
Ich muss doch lernen, wann fange ich damit an? Kennst du diese Pflanze? Meisterwort. Und für was braucht man sie? Wundheilung und bei Magenschmerzen. Und jene? Liebstöcke gegen den vollen Leib. Huflattich gegen Husten. Ich kann dich nichts lehren, was du schon weißt. Du faule Sau! Guck mich nicht so an, Mädchen! Es muss aufstehen, sonst liegt es sich fest! Hör auf! Das ist mein einziges Pferd! Ich brauche es! Geh! Ich kümmere mich darum. Muss ausgewaschen werden. Hundswut. Was hat das Unheil im Maul? Was? Ich... Das weiß ich nicht. Doch, das tust du.
Im Dorf freuten sich alle über das Silber. An den Schmelzöfen kamen sie nicht hinterher, so reich war die Ader. Wir holten das Erz aus dem Boden und manch einer träumte davon, dass es ihn reich machen würde. Ich konnte nicht ahnen, welch hoher Preis damit verbunden war. Deshalb bin ich hier. Das ist es, was ihr mich lernen wollt? Ich will das nicht. Martha, bitte. Dietrich braucht sie. Wir haben keine Zeit mehr. Bleibt. Du musst kommen, bitte. Der Sohn des Markgrafen. Er ist hier. Er liegt im Sterben. Josef soll es tun. Er soll ihm helfen. Er ist alt. Menschen hat er nie geheilt. Der Junge braucht dich. Meine Mutter. Sie hat gesagt, dass sie es mich gelehrt hat. Dass ich nichts dafür kann, dass ich nur ein Kind bin. Nur ein Kind. Ich musste dabei zusehen, damit ich nicht so werde wie sie. Wenn Menschen es nicht verstehen, bedeutet das nicht, dass es Gott zuwider ist. Es ist nichts Falsches daran, Leben zu erhalten. Das, was du kannst, gehört nicht dir alleine. Es gehört den Menschen. Habe keine Angst davor.
Christian! Der Markgraf erwartet euch. Folgt mir. Christian! Mein Herr. Lass dich umarmen. Hildebrand. Männer in die Halle. Sie sollen essen und trinken, so viel sie wollen. Und du begleitest mich auf die Jagd. Wir treffen uns oben auf dem Teufelskopf. Kleinen Mann. Ich würde ihn doch nur streicheln. Dietrich. Ich dachte, du bist im Kloster. Das war ich auch. Du siehst verändert aus. Ist bloß das Kleid. Hilf mir hoch. Das machen wir mal besser gemeinsam. So, es reicht. Ein bisschen müsst ihr euch schon noch schonen. Das muss ich Vater erzählen. Was ist passiert? Er hat kein Fieber mehr. Schon seit 3 Wochen. Vor 4 Tagen hat er sein Lager verlassen. Seitdem ist er nicht mehr zu halten. Oh, das meinte ich nicht. Marke! Ich muss. Wir sehen uns später. Ich wünsche eine erfolgreiche Jagd. Wir werden reiche Beute machen. Und wir teilen uns auf. Je 3 Mann. Christian, du kommst zu mir. Friedhelm, du auch. Und du. Du führst die 3 Mann. Auf geht's. Glotzt ihr so? Das ist wohl lieber bei den Jägern, was? Du triffst doch eh nix. Oh. Komm mit. Wilderer. Es ruft nach seiner Mutter. Warte. Warte. Gib mir das Horn. Was hast du vor? Das kommt von dort. Wir wollen die Ersten sein. Wer nicht reiten kann, der soll kriechen! Kommt schnell weg.
Setzt euch. Ruht euch aus und dann reitet nach Meißen zurück. Gut. Hat sich zugetragen. Eine Bärenmutter hat ihr Junges verteidigt und ihn angegriffen. Hol Marthe, schnell. Marthe, holt er Meister Lienhard. Rasch! Burgvogt, Burgvogt, wenn ihr wollt, dass euer Markgraf lebt, dann holt Marthe. Frau Hedwig, der Markgraf liegt verwundet. Absichtlich zu der Falle gelockt. Er wusste, dass die Bärenmutter angreifen würde, um ihr Junges zu verteidigen. Christian. Wo bist du gewesen? Warst du nicht bei mir? In Altenburg bist du immer an meiner Seite gewesen. Das ist kein Zufall. Ihr müsst verstehen, dass das Silber alles verändern wird. Nicht mehr der wird stark sein, der die meisten Lehnsmänner um sich schart, sondern der, der sie am besten bezahlt. Das ist nicht Ottos Welt. Der alte Mann. Gott weiß schon, was er tut. Christian, wollt ihr zu mir in den Hof kommen? Wir beide, wir. Es wäre uns so viel möglich. Der Markgraf hat viel Blut verloren. Aber er wird überleben. Es wäre angebracht, wenn wir das klären, bevor du in dein Dorf zurückkehrst. Was gibt es zu klären, Randolph? Ich werde ab heute darüber wachen, dass du dein Versprechen einhältst und genügend Silber beschaffst. Der Markgraf ist dazu ja nicht mehr in der Lage. Was soll diese Posse? Na, na, na. Wir wollen doch unsere Zusammenarbeit nicht im Streit beginnen. Jeder wird das Seine tun. Deine Aufgabe ist es, genügend Silber zu beschaffen. Doch lass dir eins gesagt sein, speise mich nicht mit Kleinigkeiten ab. Ich bin mir sicher, du willst nicht, dass ich mit meinen Leuten in dein Dorf komme und euch zeigen muss, wie das geht. Das würde Hedwig niemals zulassen, das weißt du. Enttäusch mich nicht.
weiter, weiter! Beeilt euch, Männer, los! Wie lange soll das so weitergehen? Wir können nicht mehr! Die Ochsen werden auf dem Feld gebraucht. Wir sind müde, wir brauchen eine Pause, Herr! Wir machen weiter! Aber wir müssen die Ernte einholen! Sie verstanden mich nicht. Ich tat all dies, um noch schlimmeres Unheil zu verhindern. Randolph war zu allem fähig. Wir mussten die Gier des Hofes befriedigen. Doch wie viel konnte ich ihm zumuten? Los, 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 bitte schneller! Schneller! Es tut mir leid für das, was geschehen ist. Ich möchte, dass ihr morgen wieder an die Arbeit geht. Wenn die Schmelzöfen ausgehen, dann verlieren wir Tage. Nehmt bitte die Arbeiten wieder auf. Es muss weitergehen. Nehmt euer Werkzeug in die Hand. Geht an die Geräte. Wo ist Christian? Im Wald Holz schlagen.
Okay? Euch geht's nur noch um das Silber. Wir haben davon nichts. Es fällt dir ein, so mit mir zu reden. Die Menschen hier glauben an euch. Sie würden euch ihr Leben geben. Das dürft ihr nicht ausnutzen, nur um den Willen des Markgrafen zu gehorchen. Warte, ich habe einen Lehnseid geschworen. Ich kann das Gebot meines Herrn nicht einfach missachten. Dann soll er hier mit uns leben. Er weiß doch gar nicht, wie das ist, jeden Tag um sein Essen zu kämpfen. Er nimmt sich, was er will, und ihr gehorcht ihm darin. Und das aus deinem Mund, ja? Einer der hergelaufenen Dieben, die sich dem erstbesten Mann hingibt, der sie in sein Haus und in sein Bett lässt. Bleib! Marte! Marte! Es tut mir leid. Tut mir leid. Wir hören auf. Was? Wir hören auf. Was? Wir hören auf. Hört auf! Geht nach Hause. Es reicht für heute. Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Hör auf, es reicht. Ihr sollt nach Hause gehen! Beim letzten Mal war es mehr. Ihr lasst nach. Steckst du dir das Silber selber ein? Hm? Nein, mein Herr. Wir tun, was wir können. Aber wir müssen auch an die Ernte denken. Das ist nicht genug. Ich hab dir gesagt, kümmere dich um das Silber. Zu fressen kriegt ihr von mir. Erlaubt, mein Herr, aber die Bewohner in meinem Dorf müssen sich selbst versorgen dürfen. Was erlaubst du dir, so mit mir zu sprechen? Zeig gefälligst Respekt! Daran habe ich es euch gegenüber nie mangeln lassen.
ein Viertel weniger wie beim letzten Mal. Ich habe dich gewarnt. Ich werde das freie Schürfrecht verkünden. Jeder Mann soll kommen und das Erz aus dem Boden holen. Und damit das auch geschieht, werde ich Randolph zu euch schicken. Ich bitte euch, Herr. Du scheinst dazu ja nicht in der Lage zu sein. Ich bitte euch, Herr. Randolph wird meine Leute schinden. Du kannst gehen. Ich bitte euch, Herr. Entscheidet ein anderes Mal darüber, wenn es euch besser geht. Ich verzichte auf deine Ratschläge. Geh. 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 Ich habe nicht ganz verstanden. Da kommen die Leute, wo wollen die wohnen? Sie werden ihr Lager auf der anderen Seite des Flusses haben. Wer soll sie versorgen, wenn Winter ist? Genau. Ich sage euch eins, die bedienen sich, die nehmen, was wer eure Dienste in Anspruch nimmt, der muss euch bezahlen dafür. Dafür werde ich sorgen. Herr, das würden die nicht machen. Hildebrand! Es wird ein Vogt kommen. Ihr kennt ihn alle. Es ist Randolph. Er und seine Leute werden allein den Erzabbau überwachen. Es wird euch nichts geschehen, das verspreche ich euch bei meiner Ehre als Ritter. Jetzt geht zurück zu eurer Arbeit. Wieso, Randolph? Er wird uns nicht in Ruhe lassen, er wird dich provozieren. Ich weiß, dass er das will, Martha, aber es wird ihm nicht gelingen. Und wenn doch? Warum sollte es? Was ist mit dir, Martha? Martha, komm, es ist spät. Ich hab nichts genommen. Mach den Beutel auf. Mach den Beutel auf. Wenn du etwas haben willst, dann bezahlst du dafür. Hast du verstanden? So heißt sie uns also willkommen. Wir sind doch jetzt alle Nachbarn und werden miteinander auskommen müssen. Christian. Mein Freund. Ich freue mich schon drauf, wenn wir hier alles miteinander teilen. Na los! Geht zurück an eure Arbeit. Thank you.
Was wollt ihr hier? Ihr wollt doch nur, dass wir im Talkessel graben und absaufen. Haltet die Markscheiden ein. Ihr wollt die beste Stelle für euch. Wenn ihr hier grabt, brechen die Schürfen ein. Pass mich nicht an. Ihr wird gemacht, was ich sage. Wir haben die Schürfen mit Regeln. Ich bin du? Komm her. Christian! Mein Herr! Die Bergleute! Es gibt Schreit! Soll er es mit Recht tun? Lauten so nicht die Worte des Markgrafen? Hier ist Erz überall! Geht woanders graben und lasst uns in Ruhe! Was passiert? Sie haben unsere Männer angegriffen, als sie einen Schurf anlegen wollten. Die Männer sollen sich bewaffnen. Gar nichts werden sie. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Was willst du tun? Sie totschlagen? Wir sollen keinen Ärger machen. Du hast gesagt, wir müssen sie zermürben, bis sie einen Fehler machen. Den Fehler haben sie schon gemacht. Er ist verletzt. Die Wunde ist noch nicht verheilt. Ich hab's gesehen. Er kann sein Schwert kaum halten. Willst du ihn zum Kampf herausfordern? Er wird mich herausfordern. Seid gegrüßt. Christian soll nach Meißen kommen. Der Markgraf will ihn sprechen. Und er soll sich beeilen. Du musst ja sehr überzeugend gewesen sein. Jetzt mach, dass du verschwindest. Die Eisen. Thank you.
krank. Mit Verlaub, Herr, ihr seid mir noch den Lohn für meine Arbeit schuldig. Ich bin der Herr des Dorfes und dir keinen Lohn schuldig. Christian ist unser Herr. Und er hat ausdrücklich gesagt, dass ihr unsere Dienste gegen Bezahlung in Anspruch nehmen dürft. Du stellst dich mir in den Weg? Nimm das hier als Lohn. Herr, bitte euch, haltet rein! Jonas! Komm, bleib weg! Ich wollte nicht bezahlen. Was hat er getan? Diese Männer haben die Hand gegen mich erhoben. Komm! Legt die beiden in Ketten. 30 Peitschenhiebe und dann ab in den Block. Lass mich los! Karl, was machst du mit meinem Sohn? Ich hab nichts getan. Lass milde walten. Sonst was. Wenn du nicht von edler Geburt wärst, würde ich dich gleich zu ihnen stecken. Markgraf will mich sprechen. Er hat mir einen Boten gesandt. Das muss ein Irrtum sein. Ich habe niemanden geschickt. Ich kenne ihn aber. Er gehört zu euch. Wartet, ich frage nach. Christian! Ich habe einen Boten geschickt. Otto hatte mich darum gebeten, aber der ging nicht an euch. Der ging an Randolph. Das ist alles meine Schuld. Ich habe zugelassen, dass man ihn als Vogt einsetzt, obwohl ich wusste, wie er ist. Es tut mir leid. Die Wunde muss genäht werden! Auspeitschen, jetzt! Herr, schon gut! Oder willst du, dass wir dich auch in den Block stecken? Nee, nicht an. Lass mich doch zu ihm. Komm. Er hat das Bewusstsein verloren. Ich spüre die Schmerzen nicht. Er will sterben. Du kannst nichts tun, und das würde nicht wollen, dass du dein Leben gefährdest. Komm, komm. Ich
gemacht. Wir dürfen das nicht mehr hinnehmen. Was wirst du tun? Kämpfen? Wenn es sein muss. Und sterben? Aber wir müssen noch etwas tun. Dann reite nach Meißen und berichte Christian, was hier passiert. Du musst dich beeilen und es darf niemand merken, dass du fortreitest. Hast du heute Christian gesehen? Was ist los? Wo ist Christian? Ich muss zu ihm. Aber er ist schon wieder fort. Was? Seit wann? Seit gestern Abend. Andraf hat sein Pferd beschlagen lassen. Aber er hat Jonas seinen Lohn verweigert. Karl wollte ihm nur helfen. Jonas hat viel Blut verloren. Er kommt schon seit gestern nicht mehr zu sich. Wartet hier. Ihr könnt doch nicht alleine gehen. Ich soll hier warten. Christian! Beiden frei, sofort. Na, sie haben die Hand gegen mich erhoben. Ich bin sicher, dass sie ihre Gründe hatten. Der Schmied ist verletzt. Wenn er länger im Block bleibt, stirbt er. Das hätte er sich vorher überlegen sollen. Und du traust dich, was hier in mein Lager zu kommen und solche Forderungen zu stellen. Kann auf die beiden Burschen interessieren ich doch überhaupt nicht. Du willst mich. Also lass die beiden frei und dann bekommst du mich dafür. Nur der Markgraf kann über dich urteilen. Ich werde gestehen, dass ich Silber genommen habe. Und dafür lässt du meine Leute frei. Bindet sie los. Habt ihr nicht gehört, was ich gesagt habe? Bindet sie los! Ritter Christian, ich bezichtige dich des Diebstahls. Du hast das Vertrauen des Markgrafen missbraucht und Silber unterschlagen. Nehmt ihn gefangen.
Von dem Tag an, als du aus deinem Loch gekrochen bist, hast du nur Ärger gemacht. Du hast geglaubt, die Ordnung der Welt auf den Kopf stellen zu können. Dass Habenichtse frei sind und dass Bauern ihre Herren selbst bestimmen. Jetzt rächt sich dein Hochmut. Ja, jetzt liegst du hier am Boden und niemand steht dir bei. Darüber soll der Markgraf entscheiden. Glaubst du wirklich, dass er dir noch helfen kann? Das fragst du nicht. So dumm kannst du gar nicht sein. Er hat es dir nicht gesagt, oder? Naja, sie schämt sich. Dabei hatten wir richtig Spaß miteinander. Ich habe sie als Erster genommen und dann habe ich zugeschaut, wie die anderen ihren Spaß mit ihr hatten den ganzen Tag. Du willst kämpfen? Wir hätten doch den Meißen zu Ende bringen sollen. Bring ihn raus. Martin, bleib hier. Bindet ihn los. Gib ihm sein Schwert. Alle haben es gesehen. Jetzt schau zu, was ich mit dir mache. Komm her. Ich werde dich wie eine Katze erschlüpfen. Was passiert, wenn man so halsstarrig ist wie du? Lass meine Frau los! Thank you.
Bitte nein! Lass uns über ihn richten! Vater! So wird mein Urteilsspruch. Ritter Randolf, du hast Schuld auf dich geladen. Zur Sühne wirst du dich auf eine Pilgerreise ins Heilige Land begeben und dort 40 Tage lang die Pilger bewachen. Ritter Christian, zur Entschädigung für erlittene Unbill und als Lohn für deine Treue soll dein Lehen erblich werden und nach deinem Tod nicht mehr an den Markgrafen zurückfallen, damit seine Kinder frei geboren werden. Hab Dank, Herr. Wunsch gewähren wollt, dann erhebt Martha in meinen Stand, dass ich sie ehelichen kann. Du willst heiraten? Dieses Mädchen? Ohne sie würde ich heute nicht vor euch stehen. So sei es. Erhebe dich, Frau Marthe. Erhebe dich.